Die Ninotaku Anime News werden euch präsentiert von Kila und das letzte Geleit. Urlaub ist vorbei, weiter geht's mit den Anime News der Woche und dem dritten Part des Thousand Year Blood War Arcs, neuen Anime-Blockbustern bei Netflix und einer bevorstehenden Anime-Ankündigungswelle. Der Rom-Com-Anime The Quintessential Quintuplets erhält einen neuen Sequel-Film, zu dem nun ein weiterer Teaser veröffentlicht wurde. Die Fortsetzung wird ab dem 20. September für 3 Wochen in ausgewählten japanischen Kinos gezeigt. Im Winter feiert der Anime dann seine TV-Premiere. Ob es das Flitterwochen-Special auch zu uns schafft, ist noch unklar. Die 2 Staffeln umfassende Serie gibt's in Deutschland bei Netflix und Crunchyroll. Dragon Ball geht im Oktober in die nächste Runde. Zum kommenden Serienableger Daima wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der auch das Opening enthüllt. Auch der Anfang des Jahres verstorbene Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama wirkte an der kommenden Dragon Ball-Serie mit, die am 11. Oktober im japanischen Fernsehen debütiert. Ob es die verjüngten Dragon Ball-Protagonisten auch in die deutsche Simulcast-Landschaft verschlägt, ist noch nicht bekannt. Der Thousand Year Blood War Arc geht in die 3. Runde. Laut jüngster Ankündigung starten die 9 Episoden des Bleach-Animes am 5. Oktober im japanischen TV. In Deutschland seht ihr The Conflict, so der Name des Sequels, wie gewohnt beim Anbieter Disney Plus. Wann die Simulcast-Ausstrahlung auf der Streaming-Plattform startet, ist jedoch noch unklar. Die ersten beiden der insgesamt 4 neuen Parts stehen bei Disney Plus zum Abruf bereit. Die anstehende Anime-Serie Goodbye Dragon Life wurde nun mit einem neuen Teaser-Video sowie einem konkreten Starttermin versehen. Demnach debütiert die Geschichte um einen als Mensch wiedergeborenen Drachen am 3. Oktober im japanischen Fernsehen, während sich deutsche Anime-Fans auf eine Simulcast-Ausstrahlung beim Anbieter Crunchyroll freuen dürfen. Am 5. Oktober startet die Anime-Serie The Healer Who Was Banished From His Party Is In Fact The Strongest. Zur Umsetzung der Light Novel mit gewohnt sperrigem Titel enthüllten die Verantwortlichen nun auch neues Trailermaterial, das ich euch hier zeige. Die Fantasy-Serie handelt vom Heiler Laust, der aus seiner Party gekickt wird, auf die Kämpferin Narsena trifft und sein gut gehütetes Geheimnis lüftet. I'll Become a Villainess Who Goes Down in History. So der Name einer neuen Anime-Fantasy-Serie, die am 1. Oktober an den Start geht. Hier seht ihr Ausschnitte aus dem neuen Trailer. Der Isekai-Titel erzählt von einer Lady, die, 3-mal dürft ihr raten, genau, bei einem Unfall mit einem LKW ums Leben kommt, als Otome-Antagonistin wiedergeboren wird und als größte Schurkin aller Zeiten in die Geschichte eingehen will. Die Fantasy-Novel I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Deaths wird als Anime umgesetzt, wie Bandai Namco Filmworks nun offiziell ankündigte. Los geht's im Januar 2025 mit 2 aufeinanderfolgenden Kurs, in denen wir den Magier Yuke begleiten, der in eine Abenteurergruppe aufgenommen wird, die nur aus Frauen und seinen ehemaligen Schülern besteht. Das hier ist der erste Trailer zur Serie, die bislang noch nicht mit einer Ankündigung für Deutschland ausgestattet wurde. Die Anime-Adaption der Light Novel Even Given the Worthless Appraiser Class I'm Actually the Strongest startet im Januar 2025. Dies wurde nun von offizieller Stelle bekannt gegeben. Und zwar samt eines ersten Teaser-Videos, das ich euch natürlich zeigen will. Der Titel ist in einer Welt angesiedelt, in der die Berufe der Menschen von Geburt an vergeben werden. Helden werden hier also geboren und nicht gemacht. Genau dagegen möchte sich Protagonist Ein auflehnen, der bei der Geburt nur mit dem schwachen Job Gutachter ausgestattet wurde.
Mit Mabashi Witches erwartet uns ein brandneuer Original-Anime. Die Ankündigung erfolgte durch das japanische Unternehmen Bandai Namco. Der Anime entsteht, Bandai üblich, im Studio Sunrise und handelt von einer Oberschülerin, die eines Tages gemeinsam mit vier anderen Mädchen von einem seltsamen Frosch aufgesucht wird, der die Girls zu Hexen machen möchte. Der Original-Anime soll im April 2025 an den Start gehen. Im Laufe des Jahres 2025 erscheint die Fortsetzung zur Anime-Serie I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level. Nun wurde ein erstes Teaser-Video veröffentlicht, aus dem ich euch ein paar Ausschnitte zeige. Die 12 Episoden umfassende erste Staffel der Isekai-Serie steht in Deutschland in der japanischen Originalversion mit Untertiteln bei Crunchyroll zum Abruf bereit. Der Manga-Klassiker Yaiba vom Detective Conan-Schöpfer Gosho Aoyama erhält eine neue Anime-Adaption. Die Reihe aus dem Jahr 1988 wurde bereits 1993 als 52-teilige Anime-Serie umgesetzt. Dieses Mal nimmt sich das Studio WIT der Vorlage um den namensgebenden Samurai Yaiba an und präsentiert einen ersten vielversprechenden Teaser. Ein Starttermin wurde bislang noch nicht kommuniziert. Die Fantasy-Novel The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System wird als Anime umgesetzt. Neben dieser offiziellen Ankündigung veröffentlichten die Verantwortlichen nun auch einen ersten Teaser zum Titel vom Studio GoHands. Die Serie begleitet Protagonist Elimas, der die Nachfolge seines Vaters als Schwertmeister verneint, stattdessen ein sogenannter Heavy Knight werden möchte und deshalb verbannt wird. Wann das passiert, ist noch unklar, denn ein Startdatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Mayasa. Netflix gab nun den Release-Termin für die anstehende Anime-Serie Blue Box bekannt. Demnach soll die wöchentliche Simulcast-Ausstrahlung des Sportanimes am 3. Oktober starten. Im neuen Trailer hören wir erstmals das Ending Teenage Blue sowie das Opening Same Blue. Der Romance-Titel adaptiert den gleichnamigen Manga, der in Deutschland bei Carlsen zu haben ist. Vom heutigen Tag an werde ich deine neue Mutter sein, Machito. Der aktuellste und mit einem Oscar ausgezeichnete Abendfüller von Hayao Miyazaki namens Der Junge und der Reiher flattert in den Netflix-Katalog. So gab der Streaming-Anbieter nun bekannt, dass man den neuen Film vom Studio Ghibli ab dem 7. Oktober zum Abruf bereitstellen wird. Und zwar in satten 20 Synchronfassungen. Unter anderem gibt's auch die deutsche Tonspur. Ich suche nach einem Nachfolger. Was willst du? Warum bist du hergekommen? Reicht Urlaub weg! Ende des Jahres erscheint der Movie dann zudem in einer Limited Steelbook Edition in der Ultra-HD-Variante. Netflix stockt sein Anime-Angebot weiter auf und sicherte sich nun die Streaming-Rechte an der Anime-Serie Orb on the Movements of the Earth. Demnach erwartet euch ab dem 5. Oktober jede Woche eine neue Episode im Simulcast. Das Drama vom Studio Madhouse, das im Polen des 15. Jahrhunderts angesiedelt ist, erschien in Manga-Form hierzulande beim Anbieter UltraWars unter dem Titel Ketzer – tödliches Wissen über die Bewegung der Erde. Ein saftiger Synchro-Shitstorm wütet derzeit über Super RTL. Seit kurzem zeigt der Sender den Anime Beyblade X als TV-Premiere und im Stream bei RTL Plus. Die deutsche Synchro der Serie wird von der Community gnadenlos abgestraft. Auf X, ehemals Twitter, liest man Kommentare wie: Da wird einem ja richtig schlecht von. Diese Synchro tut einfach nur weh oder einfach Aua. Dieser Ort ist wohl aus der Zukunft.
Jeder Blader träumt davon, eines Tages hierher zu kommen. Nichts kann mich abhalten, Profi zu werden. Die erste Episode der 51-teiligen Serie wurde auf dem Togo YouTube-Kanal hochgeladen, dann jedoch auf privat gestellt, vermutlich wegen der Kommentare. Nun ist die Episode wieder verfügbar. Die Kommentarfunktion wurde beim Re-Upload jedoch deaktiviert. Welches Studio für die umstrittene Vertonung verantwortlich ist, weiß man nicht. Zumindest fällt auf, dass die Beteiligten, die man über Google findet, üblicherweise in Israel Tel Aviv tätig sind. Nächste Folge von Beyblade X. Multimagischer Hinterhalt. Was geht? Wer bist du? Neue Infos zu über 40 Anime- und Manga-Titeln soll es auf dem diesjährigen Jumpfesta geben. Die Veranstaltung vom japanischen Verlag Shueisha findet wie gewohnt Ende Dezember statt und präsentiert auf 4 Stages die neuesten Ankündigungen. Unter anderem erwarten uns News zu Chainsaw Man, One Piece, Spy Family, Jujutsu Kaisen, Haikyuu, My Hero Academia, Demon Slayer oder Kaiju No. 8, um nur einige zu nennen. Zudem gibt es bereits Gerüchte um einen neuen Dragon Ball Super Movie, der auf dem Jumpfesta für 2025 angekündigt werden soll. Ich bin sehr gespannt und werde natürlich über sämtliche Announcements auf meinen Kanälen berichten. Das waren die Anime-News der Woche in der Zusammenfassung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Ninotaku Anime-News wurden euch präsentiert von Kila und das letzte Geleit.